In traditioneller chinesischer Kleidung werden diese jungen Schüler der Santa Isabel de Marchena Schule in der Provinz von Sevilla erstmalig über die legendäre Terrakotta-Armee von Xi'an erfahren. Sie behandelten Aspekte der chinesischen Kultur und die Geografie Chinas. Los animales de China, la cultura de China, que China está en el continente que es Asia. Todo lo que engloba todo China. Der Ausstellungsbesuch ist der Höhepunkt einer abenteuerlichen Projektarbeit. Eine innovative Lehrmethode, die die Teilnahme der Eltern einschließt und so für mehr Freude am Lernen sorgt. Te he regalado este traje tan bonito. Los Reyes Magos. En serio. Sí. En serio. Hier ist Marta in ihrem Haus in Marchena. Entrada para visitar a los guerreros de Xi'an. Medios de comunicación empezaron a decir que venían los guerreros de terracota a Sevilla. Pues para mí fue una ilusión más. Digo, bueno, entonces que el broche final del proyecto es este. Los niños tienen que ir. Und hier sind die 43 Schüler der Grundschule, die gekommen sind, um die Terrakotta-Armee-Ausstellung im Muelle de las Delicias von Sevilla zu sehen. Es gibt genauere Produktionen der Bilder, die auf dem Grab von Qin Shi Huangdi gefunden wurden. Er war der Gründer der chinesischen Qin-Dynastie sowie des chinesischen Kaiserreichs. Dies ist die Geschichte von Grundschülern, die die Welt und ihre altertümlichen Kulturen dank innovativer Lernmethoden entdecken.